Willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales, Leute. Ja, wir wollen mit Ivo weiterkommen. Wir können jetzt mit beiden spielen. Und das ist auch gut so. Allerdings haben wir hier Mazas noch im Weg und das ist nicht so gut. Und ich habe noch nicht wirklich einen Plan, wie wir Ivo dazu kriegen. Aber wir hatten hier doch irgendwas mit den Seilen zuletzt gemacht. Vielleicht können wir da... Oder nee, sie hat das Seil bekommen, genau. Vielleicht kann sie das ja auch verwenden. Vielleicht kriegt sie das hin. Das kann ich nicht tun, ohne dass die Kopfgeldjägerin etwas bemerken würde. Dann vielleicht irgendwie ihm geben oder... Die müssen sich doch ablenken können. Komm, lenk mal ab. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Hier, wenn die einen Wettkampf machen, dann würde es ja vielleicht gehen. Wie wäre es mit einem Wettkampf? Elfe gegen Ork. Ein Klassiker. Sofern es nicht darum geht, wer von uns beiden besser an einem Tümpel die Sterne anheulen kann, dürfte das Ergebnis feststehen. Ja, außer es geht um die Zahnpflege, Allgemeinbildung oder Hüftspeck natürlich. Klappe, Nate! Also, was schlägst du vor? Balletttanz, Armdrücken, einen Wettlauf. Vielleicht war das doch keine... Hier, Wettlauf ist doch super. Dann läuft sie weg. Wir könnten einen Wettlauf machen. Nicht, dass ich den nicht gewinnen würde. Aber mir erscheint es etwas riskant, meine Beute mit deinem kleinen Partner alleine zu lassen. Und wenn er weg ist? Angst? Schlag etwas vor, was wir hier machen können. Dann wirst du sehen, dass ich mich nicht fürchten muss. Schon gar nicht vor dir. Ja, dann Arm drücken. Oder Balletttanz. Wie wär's mit Balletttanz? Ich wusste es. Nur ein kleines Elfenmädchen kann so etwas vorschlagen. Kleines Mädchen? Ich war schon hier, da war die Orks nicht einmal erfunden. Dann solltest du ja irgendwelche Fähigkeiten haben, die über Herumgetanze hinausgehen. Also, was ist dein Vorschlag? Ja gut, dann Armdrücken. Du meinst, du wärst stark. Wie wäre es also mit Armdrücken? Du scherzt wohl. Eine Elfe will eine Orkkriegerin im Armdrücken schlagen? Ja. Nie! Also lässt du es darauf ankommen? Klar, warum nicht? Komm her! Super, dann sind die abgelenkt. Das ist doch genau das, was wir wollen. Guck mal, jetzt kann ich ihn nämlich auch nehmen. Okay, Mädchen. Es geht los, habe ich gesagt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Okay. Wollen wir uns warm machen? Komm. So, ich bin locker. Fangen wir an? Das muss... Oh. Das reicht irgendwie nicht. Ach, wir können ihr doch so einen Stärkungstrank geben. Das wär's doch. Dann schafft sie's auch. Was ist? Keine Lust mehr? warte mal. Das ist doch die Idee. Komm, Wilbur. Stärkungselixier. Das ist es. Hier, sonst schafft sie das ein ja Stärkungselixier. Nee. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Danke. Ja, ich denke, sie kann das gebrauchen. Mit dem Stärkungselixier werde ich die Kopfgeldjägerin im Armdrücken schlagen können. Wunderbar. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Wie wäre es mit einer weiteren Runde Armdrücken? Da wird wohl gerne jemand gedemütigt. Ich mach dich platt! Das befürchte ich auch. Nee, du hast doch das Zeug hier. Nimm das mal. Ohoho. Kannst du das jetzt nicht... Hallo? Nehmen? Gerne wieder. Oh Mann. Dann soll sie das doch... Hätte ich das vorher nehmen müssen. Nimm es. Mit dem Stärkungselixier werde ich die Kopfgeldjäger... Ja, dann... Ich muss nur aufpassen, dass Cheep Cheep das nicht mitbekommt. Er würde mich sofort zu Hause verpetzen. Nimm es. Okay. Ich fühle nicht viel. Ob es wirkt? Okay, sie hat's genommen. So, jetzt aber. Runde 3, komm. Hallo, Ork.
Was willst du, Elfe? Jetzt aber. Wie wäre es mit... Da wird wohl... Das werden wir sehen. Klar. Sie wird gerne gedemütigt. Wir überspringen das hier manchmal so ein bisschen. Die Sache ist ja klar. Los geht's. Ivo. Sie gewinnt. So, jetzt können wir Wilbo spielen. Prima. Warte, was machen wir? Jetzt hat er das Seil nicht. Oh nein, jetzt hat sie das. Richtig doof. Die Planke ist leer. Aber was soll ich jetzt damit anfangen? Die drücken ja noch. Ein Transportballen. Kannst du da irgendwas jetzt machen? Können wir jetzt zaubern? Oh Mann, ich hab das Seil nicht. Richtig blöd. Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Und ich möchte nicht neugierig wirken. Och Mann. Wie ist denn das möglich? Kannst du hier was tun? Ich weiß nicht, wofür das Rohr gut ist. Aber es hat etwas mit, Luftschiffen zu tun. Okay. Ach. Kannst du... Ivo hält mit Leichtigkeit dagegen. Ich frage mich nur, wie lange das Stärkungselixier wirkt. Ja, und vor allem... Dann muss ich mal mit Ivo spielen. Yes! Magie! Da ist Magie im Spiel! Eine Elfe würde niemals betrügen. Das weißt du doch. Ich will eine Revanche! Vielleicht später. Das kann Masas sich nicht gefallen lassen. Komm, Ivo. Gib ihm das Seil zurück. Hier, nimm du das Seil. Du kannst es besser brauchen. So, und jetzt das Ganze nochmal wieder. Ach, lästig, echt. Ich hab nicht an das Seil gedacht. Das war jetzt doof. Hallo, Was will? Komm, die Revanche. Also, noch eine Runde. Du hattest eben nur Glück. Ich war unkonzentriert. Na klar. Sicher. Unkonzentriert. Solange das Stärkungszeug noch wirkt. Und wie oft die das jetzt schon gemacht haben. Okay. So, Wilbo ist dran. Und wir haben das Seil. Yeah. Mach es daran. Genau. Hep. Ja, prima. So, da ist jetzt das Seil. Das kannst du nehmen und... nicht daran machen, aber vielleicht... Komm mal hier. Kannst du... Ah, an den Ballen. An den Transportballen. Ja, okay. Haben wir da was fabriziert? Und kannst du das auch noch... Nee. Weil das war ja hier an den Balken. Aber ich glaube, der Balken war wirklich nur dazu da, um da runter zu gehen. Jetzt bleiben wir wahrscheinlich eher in dem Bereich. Die Planke ist leer. Aber was soll ich jetzt damit anfangen? Das eine Ende des Seils habe ich an den Ballen geknotet. Das andere Ende hängt lose herunter. Das müssen wir ändern mit dem losen Ende, würde ich sagen. Wo können wir das denn mal jetzt ranmachen? Können wir... Na, das haben wir da ja schon rangemacht. Knotet das Seil an den Transportbahn, haben wir doch schon. Mhm. Ja, gut. Reicht das jetzt, dass das damit verbunden ist? Hm. Irgendwie müssen wir das doch hier mal da noch rankriegen, oder? Hier so an diese Geschichte. Können wir da nicht irgendwas noch machen? Also ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Wir haben das doch rübergeworfen, das an den Ballen geknotet, aber das mit der Planke fehlt ja irgendwie noch. So. Ich weiß nicht, was ich ihnen... Okay. Ja, die sind immer noch fröhlich dabei. Dann kann er das Seil nehmen. Und Ivo das Seil geben? Bringt das was? Nee, dann gibt er das wahrscheinlich komplett ab, oder doch? Hm. Nee, dann macht er gar nichts. Okay. Das eine Ende des Seils habe ich an den Ballen geknotet. Das andere Ende hängt lose herunter. Ja, das macht doch keinen Sinn. Hm. Kannst du das irgendwo anders noch befestigen?
Vielleicht kann Ivo das noch machen dann oder so. Weiß nicht. Ach, da geht er gar nicht mehr hin. Und die sind jetzt fertig. Ach so. Yes! Magie! Da ist Magie im Spiel! Eine Elfe würde niemals... Ja. Ich will eine... Ja. Vielleicht später. Ja, später. Jetzt geht sie da erstmal hin. Vielleicht hilft uns das ja schon mal weiter. Jetzt ist sie da nämlich schon mal drauf. Vielleicht können wir das an sie ranmachen. Wenn sie da steht. Oder muss Ivo das machen? Immerhin haben wir das schon geschafft. Kann sie auch das Seil nehmen? Nee, sie kann damit gar nichts machen, oder? Wie? Über die Planke kann man zum Flugschiff kommen. Stünde da nicht eine hässliche Orkfrau drauf? Hallo, Mensch. Okay, sie kann ihn aber ansprechen. Hallo, meine Liebste. Werter Herr, mein Begleiter und ich benötigen eine Transportmöglichkeit. Sind wir da bei euch richtig? Klar, meine Hübsche. Dich würde ich überall hinbringen. Mein Name ist Bonnet. Nathaniel Bonnet. Ich bin der beste Kapitän zwischen hier und dem finsteren Turm. Was dir aber nicht allzu viel bringt in Anbetracht der Umstände, oder? Was für Umstände? Naja, du bist zum Beispiel gefangen. Und ich kommandiere dein Schiff. Ach das, das ist nur vorübergehend. Wenn du meinst... Also könntet ihr uns auf eine Insel bringen, wenn wir sie euch auf einer Karte zeigen? Meine leichteste Übung. Dafür müsstest du mich nur hier rausholen. Meine leichteste Übung. Vorsicht, Elfe! Ich schlage auch Frauen! Ja, gut. Euer Begleiter, was für ein Tier ist es? Ich habe etwas wie ihn noch nie gesehen. Ich nenne ihn meistens Tier, Vieh, Ding, Bettvorleger oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, was er ist. Er ist mir in den Nordlanden zugelaufen und seitdem folgt er mir. Einige Male als sehr nützlich erwiesen. Dieses verdammte Vieh war schwerer zu fangen als sein Herrchen. Du hast ihn nicht gefangen. Er ist freiwillig gekommen, schon vergessen? Er ist ein treues Tier. Ein dämliches Tier. Ein seltsames Tier. Mir reicht's. Gehabt euch wohl. Du kommst wieder. Ein seltsames Tier. Okay. Vielleicht können wir irgendwas noch... Müssen wir doch hier anstellen können. Teile moderner Flugschiffe werden aus Metall gebaut. Auf das Metallgerüst wirken enorme Kräfte. Vielleicht müssen die beiden sich ja auch mal unterhalten oder so. Ich denke, du solltest dir mal wieder den Kopf zerbrechen. Ich mache eine Pause. Ach so. Klar, kein Problem. Na, er kann das Seil zumindest benutzen. Was ist denn, wenn er das ihr gibt? Nimm du das Seil, Ivo. Nein, dann ist es doch weg, oder? Hä? Wie kann das denn sein? Hat sie jetzt das Seil? Das möchte ich jetzt gern wissen. Ach, tatsächlich. Ich denke, Wilbo ist auf einem guten Weg. Ich sollte die Kopfgeldjägerin noch einmal ablenken. Ach so. Okay. Ja, ich denke... Ja, okay. Wir sollten die noch mal ablenken. Ich will das irgendwie verbinden können. So, dass diese Klappe hoch... Naja, es macht eigentlich auch keinen... Aber dass dieses Balkending weggeht, der Balken. Und dann fällt sie ja runter oder so. Dachte ich. Aber irgendwie kann ich es immer nur wieder an den Ballen ranmachen. Das irritiert mich ein bisschen. Oder an ihre Füße oder so machen. Kann er mit ihr reden? Ich rede lieber nicht mit ihr, wenn es nicht unbedingt sein muss. An den Ballen haben wir es ja schon gemacht. Was dann jetzt? Was jetzt, Wilbo? Selber behalten? Das geht nicht. Die Kopfgeldjägerin würde es bemerken. Ach so. Was dann? Wenn ich hier so sinnlos rumklicke, da geht das auch nicht. Es kann, geht halt nur wieder daran. Müssen die tatsächlich nochmal abgelenkt werden? Muss ich da irgendwas noch befestigen oder so? Vielleicht muss ich auch nur ein Stückchen noch
Laufen. Aber dann, er kann nicht so weit weg. Das muss hier irgendwie in der Nähe sein. Ich glaube, sie muss sie wirklich nochmal ablenken, oder? Irgendwas habe ich vielleicht doch übersehen. Ich denke, Wilbo ist auf einem guten... Na, dann lenken wir sie nochmal ab. Komm. Hallo. So, nochmal das zum 100. Mal andrücken. Du hattest sicher. So, jetzt komm. Das überspringen wir jetzt. Hauptsache, die gehen da schnell hin. Hoppi Galoppi. Genau. Wunderbar. So, jetzt ist er auch automatisch, glaube ich, wieder zur Verfügung. Genau. Was können wir denn mal tun? Was können wir denn mal tun? Kann ich das irgendwie verbinden mit irgendwas? Komisch. Das geht nicht. Die Kopf... Das geht nicht. Das eine Ende des Seils habe ich an den Ballen geknotet. Das andere hängt lose herum. Wieso kann er dann das lose nicht nehmen? Ach doch, hier. Oder doch? Nee. Hä? Das ist wahrscheinlich einfach das lose Ende. Das lose Ende wollen wir woran bringen? Was macht denn überhaupt Sinn? Ich weiß nicht. An ihren Schuh. An sie. Gib Ivo das Seil. Vielleicht kann er da hin? Die Planke ist leer. Aber was soll ich jetzt damit anfangen? Die irgendwie bearbeiten oder so? Die Planke ist leer. Aber was soll ich jetzt damit anfangen? Wir müssen irgendwas mit der Planke machen. Die Planke. Magische Brille? Nee. Ich weiß nicht, was ich ihn... Na, dann gib ihm doch irgendwie das Seil. Will er aber auch nicht. Was wollen wir denn? Vielleicht fehlt uns auch noch irgendwas. Ivo hält mit Leichtigkeit dagegen. Ich frage mich nur, wie lange das Stärkungselixier wirkt. Ja, anscheinend eine Weile, wenn man so, wie ich so guckt. Wenn er jetzt dahin geht, dann... Schwierig. Das ist nur noch eigentlich ein letzter kleiner Schritt und ich bin wie immer zu dusselig. Vielleicht fehlt mir tatsächlich irgendwas, was ich nicht eingesammelt habe oder so. Trachte den Brunnen. Vielleicht können wir hier dieses... Vielleicht kann uns Cheep-Cheep helfen? Yes, Magie. Ja. Ich will vielleicht später. Also das hat mir jetzt nicht geholfen, dass sie abgelenkt waren, aber es kommt vielleicht nochmal. Immerhin steht sie da jetzt. Wir müssen nur das andere Ende irgendwie daran. Das ist Ivos Vogel. Er heißt Cheep-Cheep. Vielleicht kann uns Cheep-Cheep helfen, weil der hier auch zufällig Sag ist. Ich doch. Spiel mal Ivo, vielleicht kann Cheep-Cheep helfen. Oder so. Komm, Cheep-Cheep. Ich hoffe, du stimmst mir zu, dass wir uns aus dieser Sache nicht mehr heraushalten können. Niemand, weder die Orks noch die Menschen, könnten mit so einer Macht umgehen. Gut. Okay. Ja. Ich denke, Wilbo... Okay, das mit dem Seil, da kann ich nichts mehr machen. Hellebarde. Eine Hellebarde. Aber ich habe nicht vor zu kämpfen. Muskelkraft hat uns Elfen nie weitergebracht. Aber kannst du sie trotzdem nehmen? Nee, irgendwie nicht. Ja, du kannst in die untere Stadt. Was mit dem Brunnen? Hilft der uns weiter? Grotesk. Aha. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Einfach grotesk. Ach so. Irgendwas fehlt mir, habe ich das Gefühl. Oder so. Oder sie muss noch was machen, was er nicht machen kann. Jetzt steht sie da doch auch drauf. Vielleicht sagt sie da was zu? Über die Planke kann man zum Flugschiff kommen. Teile moderner Flugschiffe werden aus Metall gebaut. Auf das Metallgerüst wirken enorme Kräfte. Kann sie das... Sie kann das Seil aber nicht nehmen, ne? Ich denke, Wilbo ist auf einem guten Weg. Ich sollte die Kopfgeldjägerin noch einmal ablenken. Ja, also es ist schön, dass ich hier auf einem guten Weg bin. Ich denke, was ist mit dem Netz? Vielleicht können wir das ja mal... Okay.
Ich soll das Netz auf die Planke legen, solange die Kopfgeldjägerin dasteht? Ach so. Also, geben wir ihm das Netz. Darum geht's. Das Netz ist es, was ich noch nicht benutzt habe. Hier, Wilbur. Nimm. Gut. Danke. Und dann kann ich das wahrscheinlich da auch befestigen an die Planke. Hallo, Ort. So, jetzt machen wir aber mal Dampf hier. Also, so, wir warten auf Wilbur. Sie geht weg. Das Netz war's. Okay, daran habe ich nicht gedacht, wie man schwer kennen kann. Wilbur, Netz und so. Dann haben wir es gleich. Da ist das Netz. So. Okay, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Naja, jetzt schon. Und jetzt nimm das Seilende und pack's ans Netz. Das sieht mir nach einer guten Falle aus. Und das kriegt die nicht mit, dass hier so ein Konstrukt mal eben liegt? Ich habe das Netz auf der Planke mit Hilfe des Seils mit dem Ballen verbunden. Das sieht vielversprechend aus. Während sie abgelenkt ist, hat er so das Netz da gemacht und dies und das. Okay, dann fertig, Leute. Yes. Jetzt bin ich mal gespannt. Magie! Da ist Magie! Eine Elfe würde ich so. Vielleicht spät. So, mal wieder gewonnen. Da geht sie hin. Merkt es gar nicht anscheinend, worauf sie da steht. Evo ist dran. Wenn es nicht egal sogar ist, ich weiß nicht. So, jetzt können wir das runterschubsen, den Ballen. Ach, das Stärkungselixier hat nachgelassen. Was tust du da? Wilbur, ich könnte hier Gnomenstärke gebrauchen. Oh oh. Zusammen. Was zum... Jetzt. Oh nein. Ups. So war das nicht geplant. Oha. Ach was, das war großartig. Holt uns hier raus. Als hätten sie sie dann nicht einfach zusammen runterschubsen können. Aber okay. Ja, okay. Hallo. Hallo. Hallo da unten. Massas Abflug war ziemlich heftig. Ja, irgendwie habe ich bei meinen Fallen immer Probleme mit der richtigen Dosierung. Hauptsache, sie ist weg. Ivo und ich müssen dringend zu einer bestimmten Insel. Werden Sie uns dorthin bringen? Es gibt es dort. Es geht um eine archäologische Expedition. So, so. Ihr seid uns da schuldig, Nate. Wir haben euch vor dem sicheren Tod bewahrt. Ach was, ich hätte mir schon selber geholfen. Und für dich bin ich Kapitän Bonnet, meine Hübsche. An einer wissenschaftlichen Exkursion bin ich nicht interessiert. Dann lassen wir euch dort oben hängen, bis die Kopfgeldjägerin zurück ist. Na schön, es geht um einen offiziellen Auftrag der Allianz. Es geht um... Nein, das kann ich nicht sagen. Wenn Sie uns nicht helfen wollen, dann bleiben Sie eben dort oben, bis die Kopfgeldjägerin zurück ist. Was glauben Sie, was die grüne Frau mit Ihnen tun wird, wenn sie wieder hier ist? Das ist ein Argument. Andererseits, ihr braucht doch immer noch das Schiff. Und wisst ihr, wie man ein Flugschiff steuert? Also, es geht um das... Psst. Etwas. Das Etwas? Und ihr wollt mir nicht sagen, was dieses Etwas ist? Habt ihr Angst, ich würde mich selbst auf die Suche machen? Ist es so wertvoll? Also eigentlich... Ja. Und wo genau ist es? Auf einer Insel. Wir zeigen es euch, wenn wir in der Luft sind. Tja, ich denke für 50%. Aber ihr seid alleine. Wir sind zu zweit. Genau wie ihr beide. Ihr rechnet euer Haustier mit? Tust du doch auch. Hey! Ein Drittel. Ihr fliegt uns hin und bleibt uns aus dem Weg, wenn wir da sind. Also gut. Wir sind dabei. Holt uns endlich hier runter. Yeah, geschafft.